Hallo, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich möchte euch heute einfach mal ein Herzchen häkeln. Geht relativ einfach. Ich habe jetzt hier Baumwollgarn und meine 3,5 Nadel. Wenn du eine Dreier brauchst, nimmst du das. Geht auch mit jedem anderen glatten Garn. Mit weicheren Schurwollgarn würde es auch gehen. Habe ich auch schon probiert. Ja, eine Vernähnadel und eine Schere brauchst du noch dazu. Ich starte mit einem Fadenring. Da gehe ich mit der Nadel rein. So, dann häkel ich hier raus 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und gehe hier, mache jetzt noch zusätzlich drei gestreckte Stäbchen. Wie das geht, zeige ich dir. Faden auf die Nadel nehmen, Umschlag unten in die erste Luftmasche einstechen. Faden durchholen, dann hat man ganz normal seine drei Schlingen auf der Nadel. Ich gehe, hole mir wieder den Faden neu, nur durch eine Schlinge erstmal, habe dadurch wieder drei Schlingen auf der Nadel und dann erst durch zwei. Faden auf die Nadel nehmen, unten in die erste einstechen, Faden durchholen, drei Schlingen sind auf der Nadel, ich hole mir den Faden neu, gehe nur durch eine Schlinge durch, habe wieder drei und dann durch zwei. Und noch ein drittes Mal. Und dann habe ich mit den Anfangsluftmaschen vom Beginn die vier, jetzt vier gestrickte Stäbchen gemacht. So, ich starte wieder 1, 2, 3, 4. Drehe mir die Arbeit um. Hier in die erste Lücke gleich nochmal rein. Drei gestreckte Stäbchen. Eins, zwei, drei. Hab somit durch die Steigeluftmaschen jetzt vier an dem Rand. Die zwei nächsten überspringe ich und gehe hier in die Randmasche oben in die vierte rein und häkel mir da auch nochmal vier gestreckte oder gezogene Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. So. Wieder eins, zwei, drei, vier Luftmaschen, Arbeit wenden. Wieder hier in die erste gleich rein. Drei gezogene Stäbchen, dass wir wieder auf vier insgesamt kommen mit der Randmasche vier. Dann haben wir hier eine Lücke zwischen den beiden gearbeiteten Muscheln, Dreiecken. So, da in die Mitte kommen nur drei rein. Eins, zwei, drei. Und hier wieder in die vierte Luftmasche. Die nächsten drei hier auslassen in die Randmasche. Wieder 1, 2, 3, da 4 gestreckte Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. So, die nächste Reihe zeige ich euch auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, am Anfang und am Ende immer 4. Das zählt schon als ein gestrecktes Stäbchen und gleich in die erste Masche, wo die Steigeluftmaschen rauskommen, immer nochmal 3 mit reinarbeiten, dass man insgesamt auf 4 kommt, in die Lücken, die sich zwischen den Rändern befinden, immer nur drei rein, zwei, drei und hier auch eins, zwei, drei und in den Rand hier oben wieder vier rein. Will er nicht? Da ist er. Eins,
2, 3, ups, ein zu wenig, und 4. So, damit haben wir das schon mal gemacht. Hier am Rand immer beginnen mit insgesamt 4, da am Ende auch 4 und hier in die Lücken rein immer 3 gestreckte oder gezogene Stäbchen. Dass ihr erstmal auf 1, 2, 3, 4 Reihen haben wir jetzt gemacht. Insgesamt braucht ihr 8 solche Reihen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen fertig. So, jetzt markiere ich mir einmal die Mitte. Das ist hier. Da könnt ihr einen Maschenmarkierer nehmen. Ihr könnt aber auch hier einen kleinen Behelfsfaden nur nehmen. Der bleibt nur kurz dran. So, dann nehmen wir das Stück wieder auf. Mitte ist markiert. Ich mache hier wieder meine 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und ich arbeite jetzt nicht mehr hier rein, sondern in diese Lücke, weil wir jetzt ja die Herzchenform machen oben, die Bögen. Dazu häkel ich hier in diese Lücke, verschiebe ich mir den Vierer, einfach hier 4 gezogene Stäbchen rein. 3 und 4. Hier in die nächste Lücke wieder nur 3. Na, 3. So, und das ist die letzte Lücke vor der Mitte. Da wieder, weil das einen Rand ergibt, 4 Stück rein. 1, 2, 3, 4. Den Faden nehme ich jetzt raus. Und hier wird jetzt die Senkung gearbeitet. Dazu nehme ich 1, 2, 3 Luftmaschen, gehe hier rein und mache hier wirklich eine ganz feste, festsitzende, feste Masche rein. Also die muss wirklich richtig schön fest sein. So, jetzt wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und nun gegengleich wieder arbeiten. 1, 2, 3, 4 in die erste Lücke rein. 3 in die darauffolgende Lücke. 4. Hier in die letzte Lücke 4. 1. Zwei, drei und 4. So, und hier in die Randmasche, in die obere vierte, eine gezogene, ja, Masche, ein gezogenes Stäbchen reinarbeiten. So, so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Die darauffolgende Reihe beginnt auch wieder mit 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, Arbeit wenden. Und jetzt haben wir hier nur noch 2 Lücken. In jeweils diese beiden Lücken arbeiten wir 4 gezogene Stäbchen rein. 2, 3, 4 und da auch 1. 2, 3, 4. Dann kommen wir wieder hier zu der Senke rein. Da arbeiten wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und gehen hier
in die feste Masche rein und arbeiten wieder eine ganz, ganz fest sitzende, feste Masche. So, nun wieder gegen gleich. 1, 2, 3, 4, 5. In die nächste Lücke wieder 4 rein. Drei, vier. In die nächste Lücke vier. Und in die Randmasche ein gezogenes Stäbchen durch eine Schlinge, durch zwei, durch zwei. Wir beginnen wieder mit 1, 2, 3, 4. Wenden die Arbeit. So sieht das Ganze jetzt im Moment schon aus. So, jetzt kommt die letzte Reihe. Und dazu, wie gesagt, 4 Steigeluftmaschen in diese Lücke. 4 Stäbchen rein. 1, 2, 3, 4. Wir arbeiten 1, 2, 3 Luftmaschen. Und gehen hier in das letzte Stäbchen der 4 hier einmal rein und arbeiten da eine feste Masche. Eine feste Masche und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal in diese feste Masche rein und nochmal schön stramm ziehen. So, dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche hier oben in die ins erste Stäbchen rein. Auch wieder festziehen. 1, 2, 3 Luftmaschen und 4 gezogene Stäbchen da oben wieder rein. 2, 3, 4. Und hier oben in die vierte Luftmasche nochmal ein Stäbchen rein. So, dann sieht das Ganze so aus schon mal. Ups, so sieht das aus. Ich arbeite jetzt noch eine Umrandung. Und zwar dort, wo der Faden jetzt einfach ist, 2 Luftmaschen und in diese Lücke. Ganz normale Stäbchen, also keine gezogenen, ganz normale Stäbchen. 3 Schlingen auf der Nadel, durch 2, durch 2. So, ich gehe hier in die nächste Lücke mit einer Kettmasche. Daraus wieder 2 Luftmaschen und in die Lücke 2 normale Stäbchen. In die nächste Lücke rein, Kettmasche. Wieder 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen, dann haben wir hier den Vierer, da einfach den Steg einmal hochheben und in den Steg eine Kettmasche arbeiten. Wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, den nächsten Steg nicht hier in die Lücke einstechen, sondern einfach in den Steg von immer den Rand Stäbchen, die vierte einmal abheben und da eine Kettmasche rein. So, und das mache ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, bis ich kurz vor der Spitze bin. Da sehen wir uns dann nochmal wieder. So, ich bin bei der vorletzten jetzt angekommen. Kette jetzt hier noch einmal. Zu Beginn hatten wir die 4 Stäbchen gemacht. Nimm mir da wieder so einen Steg. Kette da einmal an. So. Dann will ich die Spitze ausarbeiten. Mach mir diesmal 3 Luftmaschen. Gehe hier, das sind ja wie gesagt 4. Zwischen dem ersten und dem zweiten Steg haben wir jetzt angekettet. Zwischen der zweiten und dritten Masche arbeite ich jetzt 2 Stäbchen rein. 1, 2.
und mache jetzt nochmal 3 Luftmaschen und kette hier einmal zwischen dem dritten und vierten Steg einfach rein. So. Dann habe ich hier so ein kleines Oval. Dann mache ich wieder meine 2 Luftmaschen und in dieselbe Lücke nochmal rein wieder 2 Stäbchen. Wir befinden uns hier unten noch in der ersten 4 Stäbchen. Und jetzt geht das einmal zurück. Die zweite Reihe wieder in den Steg rein mit einer Kettmasche. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und die nächste Kettmasche wieder in die nächste Reihe in den Seitensteg hier rein und so weiter, bis ich hier oben angekommen bin, parallel. Ja, und dann zeige ich euch nochmal, wie ich hier dann die Spitze arbeite. Ja, ich habe jetzt das spiegelgleich fertig gemacht. Hier habe ich ja begonnen. So, und hier pausiere ich jetzt erstmal und jetzt kommt das nächste dran. So, ich hatte ja hier begonnen. Ich zeige euch das einmal noch mal kurz. Ich hatte hier in die letzte Lücke, wie hier auch auf der Seite, die letzten Stäbchen reingearbeitet und schließe mir das Ganze hier in die zweite Luftmasche. Also eine lasse ich aus, das zweite Stäbchen da oben in die Lücke kette ich einmal an. Dann mache ich wieder meine 2 Luftmaschen. Da die 2 Stäbchen wieder rein. Lass wieder eine aus. Na, oben kann es ein bisschen gedehnter sein durch den Bogen, dass das jetzt nicht so zusammenkrümmelt. Eine auslassen, in das letzte Stäbchen wieder eine Kettmasche rein. Ich arbeite wieder 2 Luftmaschen. Das bleibt sich jetzt immer gleich. 2 Stäbchen. Ich nenne das jetzt einfach mal ein Büschel. So, jetzt haben wir ja da die feste Masche. Das ist hier die Mitte, dies hier. Und da hatten wir ja einmal oben angekettet, die feste Masche. Da kette ich jetzt einmal rein mit einer Kettmasche. Mache mir wieder mein Büschel da rein. Und gehe hier in die feste Masche einmal rein. Kettmasche. So sieht der Bogen jetzt aus. Jetzt geht es wieder zurück. Ein Büschel. Anketten hier in die feste Masche rein. 2 Luftmaschen. Wieder 2 Stäbchen da in die feste Masche rein. So haben wir es jetzt. Und jetzt geht es spiegelgleich hier jetzt eine Kettmasche in das letzte Stäbchen in die Lücke rein. Da. Dann haben wir hier eine ausgelassen. Da in die vorletzte, in das Stäbchen, wieder die Kettmasche. Und ein letztes Mal. Da unten, wo wir begonnen haben hier, könnte man jetzt in die Lücke, damit das Ganze aber nicht verrutscht, steche ich hier, befindet sich so eine Lücke da. Da gehe ich jetzt rein mit einer Kettmasche. So haben wir es dann. Man kann jetzt auch noch kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kommt hin. 6 wäre dann da. Ja, also das müsste dann so optisch jetzt gut hinkommen. Das wäre jetzt mein Herz. Kann man auch mit 6 reinmachen. Dann lässt man die letzte Reihe mit einmal 3, einmal 5 weg. Hat dann nur 2 kleine Stege. Geht auch.
Ja, je dicker das Garn ist, desto größer wird natürlich das Herz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man schneidet das jetzt natürlich ab. Sichert sich den Faden hier noch einmal und vernäht dann die ganzen Fäden. Und dann hat man Tischdeko oder für ein Gläschen draufhängen. Man kann sich auch mehrere Herzchen häkeln und verbindet sie immer zwischen dem und dem. Ne? Und dann hat man eine runde Kleeblatt-Tischdecke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es sechs oder fünf Herzen ergibt. Kannst du alles dir machen. Ja, hoffe, es hat gefallen. Würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.